Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's mal die HG Tierlist Spieler Tierlist Top 37. Tut mir leid, dass es nur 37 sind. Ich habe keine anderen mehr gefunden, beziehungsweise die Pipilojo-Seite ist down und ich weiß nicht, wie ich an die restlichen rankommen soll. Und ich habe nämlich keine Ahnung, wie die Leaderboards sind. Ich habe jetzt einfach nur von Max ein paar geschickt bekommen und dann von Zeus hatte ich noch irgendeine Liste. Da habe ich mir aktuelle Spieler rausgesucht, die ich erkennen konnte. Aber ich versuche einfach mal mein Glück, ne? Also, zuerst nehmen wir jetzt einfach mal das. Jetzt, zack. So, das ist jetzt ich. Das bin ich. Okay. Okay. So, wir machen das easy. Wir nehmen sozusagen mich als S-Tier und vergleichen mich dann einfach mit anderen Leuten. So machen wir das easy. Okay, dann fangen wir an. So, einmal haben wir Tank Legend. Okay, Tank Legend. Ich habe gegen ihn gefightet. Mein Anchor Fight. Das war noch vor einem Monat oder zwei. Da habe ich gewonnen, deswegen. Ja, E ist glaube ich gerecht, oder? Dann haben wir. Da haben wir No Risky. No Risky ist very good player. Ja, würde ich schon eh geben. Warum ist hier kein F-Tier? What the fuck? Dann haben wir. That's interesting. It's Trappi. Er hat Dämonen-Skin, deswegen. Ja, B trifft's gut. Manitaurus. Manitaurus hat jetzt lange nicht mehr gespielt. Deswegen. Ja. D ist gut, oder? Dann nehmen wir mal den Mizuki, der hat gestern gegen mich gespielt, hat dann gerage quittet. Er hat mich nicht auf S-Tier gepackt, deswegen, ja, deswegen kommt er auf E. Oh, jetzt haben wir aber einen Spieler, der nicht mehr so aktiv spielt. Leider, leider. Satsuki. Ja. Wo packen wir dich denn hin? Er spielt dann nicht mehr aktiv, ne? Das ist das Problem. Ja, gelb passt zu seinem Skin. Dann haben wir hier, oh, Maxi Hanke. Der ist natürlich ein guter Spieler. Oh, fuck. Der ist natürlich ein guter Spieler. Hat gegen mich gestern gespielt. Oh, das passt perfekt zu seinem Skin, zu seiner Hautfarbe. Perfekt, guck mal, ich könnte es hier drauflegen. Keiner wird merken, dass er da ist. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Kann so bleiben. Dann haben wir Gale. Ich habe keine Ahnung, wie Geld spielt. Genau. Dann haben wir Sakurai. Gegen ihn habe ich gestern gespielt. Er kriegt keinen Knockback. Deswegen D. Dann haben wir Zap Gamer. Ich glaube, wir haben sogar zwei Zap Gamers in der Liste. Ich packe ihn einfach mal auf D, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass er immer towert. Und Towers sind Abfuck. Und dafür wirst du jetzt bestraft. Dann haben wir Pingy Schelle. Ich habe gehört, Sakurai und Pingy sind Freunde, deswegen tun wir sie doch nebeneinander. Dann können die zusammen ihr Spaß haben. Oh, der beste HG-Event-Spieler, Zeus. Ich muss sagen, er gewinnt jedes Event so. Eigentlich, das ist schon krass, so das jede Event zu gewinnen. Aber er hat momentan Hyping, weshalb er halt auch zu seinen Freunden kommen darf. Hier. Ich sag mal so, halt einfach, der schlechtes Internet hat, wird halt dafür bestraft. Arschloch. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, das ist Chris. Die haben meine Ratschläge auf Dojo nicht richtig angenommen, deswegen eh. Obwohl, nee, komm. Na, ne, doch, wir geben eh. Ich hoffe, dass das Chris ist. Wenn nicht, dann keine Ahnung. Keine Ahnung, wer das ist. Der kommt einfach auf F. Ja, ungefähr hier so. Ja, also hier unter E. Seht ihr zwar jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, Rikantli. Rikantli ist Sub bei mir, deswegen A. Oder er war mal Sub bei mir. Jawohl, wenn er nur Sub mal bei mir war, dann tun wir ihn doch auf C. So, dann haben wir Dumbledore stirbt. Er hat mir gestern Props gegeben, dass ich so gut bin, deswegen kommt er auf A.
Dankeschön nochmal. Oh, da haben wir Maxi Taxi. Maxi Taxi kommt S. 100%. Wer was anderes sagt, es hat keine Meinungsberechtigung. Fuck. HG-Gott. Naja, wenn er sich HG-Gott nennt, dann kommt er auch auf 1. Sakusei, ja, er hat einen Godskin. Und ich bin halt momentan Dämon, deswegen. Tut mir leid. Aber ich kann Götter nicht ausstehen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber wir tun ihn mal einfach hier hin. Oh, obwohl, der Bär passt hier hin. Ja, ist gut, ist gut. Oha, wir haben einen Taucher. Und da er Taucher ist, muss er ja nach ganz unten, weil er ja taucht. Ha! Ah, ich glaube, das ist Sus' Zwillingsbruder. Deswegen tun wir den einfach mal so, ja, neben Sus. Oh, haben wir MC Kirby. Ich habe gestern gegen ihn gespielt. Er hat schon oft gewonnen gegen mich von 10 Fights. Deswegen tun wir ihn auf C. Warum lache ich? Dann haben wir jemanden, der meinen Skin benutzt. Das finde ich gut. Deswegen kommt er auf S. Oh. Ja, da haben wir jemanden, der hat einen Rick and Morty Skin. Beziehungsweise einen Rick Skin. Und ich mag Rick and Morty, deswegen kommt er A. Ja, gefällt mir. Und dann haben wir nochmal Zap Gamer irgendwie. Warum wir zwei haben. Der kommt auch dann hier so unter Zap Gamer, weil die ja beide irgendwie dieselben sind, oder? Dann haben wir Oplody. Und der wird von No Risk in seinem God-Video gecombot. Deswegen kommt er zu C. Dann haben wir Austrian Gaming. Der ist ja auch mit Dings befreundet, ne? Mit Sus und so. Dann kommt er hier hin. Dann finden sie sich alle. Ich habe keine Ahnung, wer das hier ist. Aber sein Skin gefällt mir nicht so krass. Zumindest der Kopf nicht. Deswegen kommt er hier hin. Da hat jemand einen No Risk Skin. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber Maxi zuliebe tue ich ihn noch auf A. Keine Ahnung, wer das wieder ist. Jungs, ich kann leider nicht gucken. Ich kann nicht gucken, wem die Skin gehört. Woher soll ich das wissen? Ah, Gott, Crab. gegen den habe ich gestern gespielt. Er hat übel wenig Knockback bekommen. Deswegen kommt er so auf E. Wir haben nicht Weihnachten, Mann. Warum? Nee, dafür kriegt er erstmal. Hasan, dein Schnauzer gefällt mir. Das ist Art hier. Pollux. Pollux hat mich letztens beleidigt. Nein, hat er nicht. Aber er war wahrscheinlich mad auf mich. Aber da er gut mit Satsuki ist, tue ich ihn hier hin. Dann haben wir noch Goodest. Er ist halt ein Dojo-Staff-Team. Deswegen kommt er zu Chris. Ja. Das war meine HG-Tierlist, Top-Spieler. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Liste. Ich habe natürlich auch aus reiner Erfahrung gesprochen. Also eindeutig ist das die perfekte HG-Tierlist. Also tut mir leid, wer was gegen diese Liste sagt, hat halt einfach keine Ahnung. Tschüss.